Spitznamen, die haben ja leider oft die unangenehme Eigenschaft, dass man da rauswächst. Irgendwann klingen die dann ein bisschen albern. Mücke oder Püppi oder was auch immer. Meistens klappt das ja auch, die Umwelt umzuerziehen und auf den Originalvornamen zu dressieren. Es sei denn, man ist prominent. Steffi Graf zum Beispiel wollte irgendwann nur noch Stefanie heißen, ohne Erfolg. Das gleiche mit Franzi von Almsick. Franziska, wer um Gottes Willen ist das? Und Carpendale ist als Howie auch nicht gerade glücklich. Nur Blümchen findet sich auch noch als 20-Jährige klasse als Blümchen. Oder muss sie das, weil das ihr Markenzeichen ist? Egal, jetzt blüht sie gerade in Prag und mit ihr sensationelle Texte. Ganz allein und das ist fein, so soll es sein. Oder so ähnlich. Seit ein paar Monaten hat Blümchen nun endlich ihre Fahrerlaubnis. Grund genug für ein neues Lied und das passende Video. Das ist tschechisch. Denn wir sind in Prag beim Dreh zum neuen Videoclip. Gefährliche Stunts soll es geben, spektakuläre Verfolgungsjagden oder ganz einfach Blümchen beim Autofahren. Für sie ein völlig neues Lebensgefühl, auch wenn es noch ein bisschen mit der Orientierung hapert. Nicht jetzt uns zu fahren, oh Gott. Na, gib Gas und hab Spaß. Das ist natürlich ein wichtiges Ereignis im Leben einer jeden 18-, 19-, 20-Jährigen. Und das Lied geht über Freiheit und das ist einfach ein großes Stück Freiheit, was man dazu gewinnt, wenn man den Führerschein dann letztendlich bekommt. Man hat einfach die Möglichkeit, in ein Auto zu steigen und loszufahren, wann man will und wohin man will. Wohin die 20-Jährige will, ist kein Geheimnis. Ganz nach oben in die Charts. Dafür wird gepowert ohne Ende, geschlafen nur kurz in den Drehpausen und immer schön in die Kamera gelächelt. Für Blümchen alles kein Problem. Das ist schon sehr in mir drin. Ich mache das, seit ich 14 bin und vorher habe ich Sport gemacht und beim Sport musst du auch immer sehr diszipliniert sein, sonst kommst du einfach nie aufs Treppchen. Auf dem Treppchen ist Blümchen schon lange und dabei immer auf dem Boden geblieben. Sie wird, das habe ich eben schon mal gesagt, gern die deutsche Britney Spears genannt. In ihrer 5-jährigen Karriere wurde Blümchen mit Preisen geradezu überschüttet. Der goldene Bravo Otto, der deutsche Schallplattenpreis Echo und unzählige goldene Platten für ihre Single-Erfolge. Die Welt gehört mir heißt ihr neuester Song. Das Video dazu hat Jasmin in Prag gedreht. Unser Top-Thema der Woche. Zwei Tage lang machte Blümchen das tschechische Prag unsicher. Im Clip zu Die Welt gehört mir verkündet sie stolz und wahrheitsgemäß, ich habe den Führerschein. Das Lied geht über Freiheit und das ist einfach ein großes Stück Freiheit, was man dazu gewinnt, wenn man den Führerschein dann letztendlich bekommt. Man hat einfach die Möglichkeit, in ein Auto zu steigen und loszufahren, wann man will und wohin man will. Das bestimmt man von niemandem selber und ist auf niemanden mehr angewiesen. Ich hab den Führerschein und steige in mein neues Auto ein. Jasmin hat eine ganz eigene Arbeitsphilosophie. Je mehr Pannen am Set, desto besser das Ergebnis. Wenn Sachen einfach nicht perfekt laufen, dann ist es oft gut. Und wenn ich selbst über Missgeschicke lachen kann, weil sie einfach bezaubernd sind oder unglaublich einmalig, dann ist es auch gut. Und gab Blümchen eine Kostprobe ihres fahrtechnischen Könnens. Aus dem Weg. Die Welt gehört mir, meint auch eine Punkerin, die sich mit Blümchen eine wilde Verfolgungsjagd liefert. Tja, und von wem wird die wohl gespielt, wenn ich gerade ein Double herhalten muss? Ja, ich finde es ganz cool, dass modemäßig sowieso alles auf bequem ausgelegt ist. Im Moment, da fühle ich mich am wohlsten. Also ich bin eigentlich niemand, der gerne so eine Schuhe trägt. Da wünschen wir hier von Bravo TV Blümchen allzeit gute Fahrt.